Hallo und willkommen zu einem neuen Q&A-Video. Ja, ich möchte gerne mal wieder auf einige Fragen von euch aus einem Teil der letzten Videos bzw. Vlogs eingehen und mich auch zu dem einen oder anderen Kommentar äußern. Ja, einige Fragen habe ich mir davon aufgeschrieben. Jo, und dann lege ich jetzt einfach mal los. Ich habe auch wieder nicht aufgeschrieben, von wem die Fragen sind. Ich denke, der oder diejenige, die die Frage mir gestellt hat, weiß dann schon, wer gemeint ist. Ja, es kam, meine ich, von einer weiblichen Zuschauerin, kamen Fragen auf, und zwar: Wozu machst du das? Was willst du dir beweisen? Ja, ich denke ja mal, dass du damit gemeint hast, wozu ich hier in La Gomera bin und wozu ich mir die teilweise Strapazen hier antue. Ja. Wo fange ich am besten an? Ja, mit knapp 17 Jahren habe ich ein Jahr in Rom gelebt. Ja, dort ging es mir finanziell auch nicht, also am Anfang nicht besonders gut. Nach circa 3 Monaten hatte ich dann einen Job gefunden, dann ging es dann aufwärts. Nichtsdestotrotz habe ich die Zeit dort sehr genossen. Und einige Jahre später, nachdem ich schon meine beiden Mädchen hatte, also ich habe Zwillinge, die sind mittlerweile 26 Jahre alt, damals waren sie 4 Jahre alt, hatte ich Probleme mit meinem Ex-Mann und ja, bin dann mehr oder weniger zuerst zu meinem Vater nach Italien geflüchtet. Das habe ich aber auch schon mal in einem Video erzählt, aber egal, es sind ja mittlerweile einige neue hier dazugekommen. Außerdem war das, glaube ich, auf meinem Hauptkanal Inner Peace, Awake Mind, Natürlich und Bewusst Leben. Falls du ihn noch nicht kennst, kannst ja gerne dort auch mal rüber switchen. Werbung in eigener Sache, ne? Kann ja nie schaden. Ja. Jedenfalls waren da meine Mädchen 4 Jahre alt und damals bin ich dann ja zuerst zu meinem Vater geflüchtet, habe dort einige Zeit verbracht und danach habe ich mich aufgemacht nach Spanien mit den Kindern und habe dann dort mit 2 Unterbrechungen circa 8 Monate gelebt und auch dort hatte ich nur Anfangsgeld, nicht halb so lange wie jetzt. Und ja, wir kamen trotzdem klar. Ich hatte damals einen Weg gefunden, wie ich immer wieder zu Geld kommen konnte. Und ja, es war zwar auch dort sehr, sehr anstrengend, aber es ging auch mit der Zeit immer mehr aufwärts. Und wir haben uns da, also vor allem ich, super wohl gefühlt. Ich bin nur deshalb damals wieder zurück nach Deutschland gekehrt, weil mein Vater mich damals gesucht hatte, da ich niemandem von meiner Familie gesagt habe, wo wir hingehen oder wo wir sind. Ja, was ich jedoch bis heute dann bereut hatte. Und die Jahre danach habe ich mich zwar sehr wohl gefühlt in Deutschland, habe ja dann noch einen Sohn geboren, der jetzt mittlerweile 21 Jahre alt ist und hier mit mir in La Gomera lebt seit knapp 7 Monaten, falls du das noch nicht weißt. Und ja, insgeheim ist immer der Wunsch geblieben, später mal, wenn ich noch etwas älter bin und die Kinder aus dem Haus sind, nochmal auszuwandern oder auszusteigen, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, diesen Wunsch hatte ich zwischendurch immer mal wieder. Und ich wollte auch, als die Kinder noch etwas jünger waren, wollte ich auch hin und wieder nochmal nach Alicante. Aber damals war mir das einfach nicht möglich. Auch mit den Kindern habe ich überlegt, das ist nicht so ideal.
wenn kein größeres Startkapital da ist, falls es doch mal schwierig wird, dann ist es für Kinder mit, was weiß ich, 8 bis 14 Jahren dann doch nicht optimal. Deswegen warte ich mal ab. Ja, und nachdem jetzt die Mädchen dann ausgezogen waren vor einigen Jahren und mein Sohn zwischendurch auch, dann aber wieder zurückkam und selbst auch Deutschland verlassen wollte und mich dann gefragt hat, ob ich mit möchte oder besser gesagt hat, Mama, du kommst mit, ob du willst oder nicht, weil er wusste, dass ich diesen Wunsch immer hatte, die ganzen Jahre am liebsten wieder nach Spanien auszuwandern oder auszusteigen. Ja, da habe ich dann zu ihm gesagt, ich will ja. Auf jeden Fall komme ich mit, klar. Und da ich mich mit meinem erwachsenen Sohn spitzenmäßig verstehe, wir mehr oder weniger auf einem Level zusammen sind, wir ernähren uns ja zum größten Teil auch gleich, beide sehr gesund und meistens sehr hochwertig mit viel Rohkost, aber nicht ausschließlich. Ja, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt und das ist die Chance, das Ganze jetzt nochmal zu starten, nochmal zu probieren. Und nachdem sich ja auch noch eine Möglichkeit ergeben hatte, einige Wochen bevor wir ausgestiegen sind, wie wir noch ein bisschen zu Geld kommen konnten. Ja, und wir so für die ersten Monate etwas Startkapital hatten, habe ich dann gedacht, ja, jetzt oder nie. Ich werde ja auch nicht jünger, ne? Ja, jetzt verlässt uns gleich hier die Sonne. Nun denn, was ich mir beweisen möchte, ist auch so eine Frage. Ja, vielleicht möchte ich mir beweisen, dass ich es noch drauf habe, mit 55 Jahren hier in La Gomera zu leben. Kann gut sein. Und wenn, dann finde ich das auch nicht schlimm. Du? Ja. Manchmal ist es ganz toll, wenn man sich noch was beweisen kann, was man noch drauf hat und was man noch so, ja, wie soll ich sagen, was man noch zu schaffen vermag und ja, wie auch immer. Also ich habe hier schon so viel geschafft, auf das ich mega, mega stolz bin und bin hier schon durch sehr harte Zeiten gegangen. Ja, aber bin dann auch immer wieder aufgestanden sozusagen oder hochgekommen. Und darauf bin ich natürlich stolz, klar. Warum sollte ich lügen? Wer weiß, ob ich die Chance später, wenn ich noch älter bin, jemals noch mal bekomme. Ja, und nach Deutschland kann ich immer wieder zurückkehren. Das läuft ja nicht weg. Jo. Dann hat diejenige, die diese beiden Fragen gestellt hat, oder derjenige, aber ich glaube, es waren eine weibliche Zuschauerin, noch in einem, also im gleichen Kommentar geschrieben, den Weg, den du gewählt hast, endet in einer Sackgasse. Also das finde ich schon echt frech, muss ich mal sagen. Ja. Was nimmst du dir raus zu behaupten oder zu, was denkst du, dass du beurteilen kannst, wohin mein Weg führt? Ja, also ich weiß es nicht. Das finde ich nicht so toll, sowas zu schreiben. Also ja, mein Weg wird mich dahin führen, wo er mich hinführt. Ja, und auch in Deutschland hatte ich nicht immer nur einfache Zeiten. Glaubt das mal nicht. Auch da habe ich schon sehr, sehr schwere Zeiten gehabt in meinem Leben. Ja, und bin immer wieder aufgestanden, habe es immer wieder geschafft. Na? Also nicht nur hier ist es anstrengend zu leben, auch in Deutschland kann es sehr, sehr anstrengend sein zu leben. Das mal dazu. Und den Weg, den ich mir ja hier gewählt habe, den wollte ich so und will ihn auch immer noch. Auch wenn er auch jetzt teilweise noch sehr anstrengend ist, ja. Und ich manchmal am Zweifeln bin, ob es das Richtige ist, noch hier zu sein. Auf keinen Fall habe ich bis jetzt bereut, hier hin nach La Gomera ausgestiegen zu sein. Im Gegenteil, ich habe hier bereits so viel Tolles auch erlebt, so viel Wunderbares, so viel Schönes. Das glaubst du nicht. Ich denke, in Deutschland hätte ich das nicht erlebt. Und ich
habe so tolle Menschen kennengelernt und lerne immer noch ganz tolle Menschen kennen. Und in Deutschland habe ich nicht halb so viele Menschen, also real, kennengelernt, ja, wie in dieser kurzen Zeit, seit ich hier bin. Das ist echt der Hammer. Und Moment, es kommt gerade ein Auto. Ja, ich möchte jetzt auch nicht wieder zu lange da über diesen einen Satz sprechen und zu lange ausschweifen. Du hast es weiteren noch geschrieben. In Deutschland hast du vitaler gewirkt. Also das sehe ich nicht so. Ich meine, gut, in letzter Zeit, ja, habe ich mir des Öfteren etwas Gedanken machen oder Gedanken gemacht, wie es weitergeht, als zwischendurch kein Geld mehr da war. Vor allem jetzt, als unsere Rücklagen aufgebraucht waren. Ja, ich denke, das würde jeden mitnehmen und da würde jeder nicht mehr ganz so vital aussehen. Und vor allem bin ich hier ja auch mehrmals umgezogen. Von einer Höhle in das Zelt, vom Zelt wieder in eine andere Höhle, dann wieder in eine nächste Höhle, vom einen Strand zum anderen, musste immer jede Menge schleppen. Ja, und teilweise viel klettern. Dann ist der Weg von hier, egal ob jetzt vom Tabahuga aus, wo ich jetzt bin, also in der Nähe, bin ja nicht direkt am Tabahuga, oder vom Strand davor, vom En Medio, geschweige denn vom Chinguarime, ist es nun mal ein anstrengender, weiter Weg in den Ort rein nach Santiago, wenn man was einkaufen möchte. Und ja, das ist klar, da würde niemand mehr ganz so vital aussehen, weil es einfach anstrengend ist, ja. So, das ist mal dazu. Dann kam noch eine weitere Aussage, auch von dir, denke ich mal, die ich schon auch wieder recht, schon fast beleidigend fand. Also du schreibst, du wirkst heruntergekommen und das geht gar nicht. Ein absolutes No-Go. Inwiefern wirke ich heruntergekommen, bitteschön, ja? Also wenn ich hier mir die anderen Aussteiger anschaue, vor allem die anderen Aussteigerinnen, die hier so an den Stränden, in Höhlen, Steinkreisen oder wo auch immer leben, ja? Bin ich hier die gepflegteste, ja? Ich schaue immer, dass ich frisch gewaschene Kleidung anhabe, außer wenn ich jetzt mal einen Tag nur hier am Strand bin, dann ziehe ich was an, was ruhig schmutzig werden kann. Dann muss ich ja auch nicht aussehen wie aus dem Ei gepellt, ja? Pflege mich täglich, reinige meine Nägel, wasche mich, putze meine Zähne, was auch immer, was man eben so macht. Ja, wenn ich hier die anderen Aussteigerinnen oder auch andere Frauen sehe, die auch nur zwischendurch hier sind, noch nicht mal Aussteigerinnen sind, ja, und mir denen ihre Kleidung anschaue, die ist meist recht schmutzig oder schon zerfetzt, zerfranst und keine Ahnung was. Ich stopfe sogar meine Sachen, sofern ich Zeit habe, wenn ich ein kleines Loch habe oder irgendwo ein Saum aufgegangen ist, versuche ich mir Zeit dafür zu nehmen, das zu stopfen. Ja, weil ich mich einfach auch selber nicht wohlfühle, wenn ich entweder mit schmutziger Kleidung in die Stadt gehe oder ungepflegt aussehe. Ja, keine Ahnung. Deswegen finde ich, das ist absolut nicht gerechtfertigt. Ja, das muss ich mal sagen. Ja. Und dann halt schreibst du noch, dass ich auch mager wirke. Okay, das ist tatsächlich so. Ich habe ja auch in den letzten, weiß ich nicht, 11 Monaten circa 39 Kilo abgenommen. Vielleicht hast du mich in meinen älteren Videos kennengelernt, als ich noch deutlich kräftiger war mit 91 Kilo. Das kann sein, weiß ich nicht. Ja, ob ich so jetzt gesünder und besser aussah, wage ich schwer zu bezweifeln, da ich es nicht war. Ich habe mich auf Deutsch gesagt richtig scheiße gefühlt, ja. War sehr unglücklich mit meinem Gewicht, hatte viele Probleme, schon alleine nur normales Laufen, geschweige denn bergauf oder Treppen hoch. Also ich habe kaum Luft bekommen und ja, ich war nicht halb so fit und vital wie jetzt. Und so schlank wie ich jetzt bin, fühle ich mich mega wohl. Und vor allem war ich so schlank, auch bevor ich meine Kinder bekommen habe, mit Anfang 30. War ich genauso dünn. Ich war immer dünn schon, auch als junge Frau, als junges Mädchen und als Kind war ich sehr schlank und sehr dünn. Das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, das bin einfach ich.
so wie ihr mich in den Videos anfangs kennengelernt habt, das war nicht mehr ich, ja. Vollgefressen bis oben hin, total aufgedunsen und krank und unglücklich, ja. Und es ist auf jeden Fall erwiesen, dass es gesünder ist, vielleicht etwas zu mager zu sein als zu dick. Das ist mal klar. Ja, und ich leide hier nie Hunger. Im Gegenteil, ich habe oft zu viel zu essen, dass es mir schon oben fast wieder rauskommt, wenn ich mir zu große Portionen hier zu essen zubereite. Und ich musste bis jetzt noch nie hier hungern. Alles gut. Das liegt halt auch daran, dass, weil ich einfach sehr viele Früchte esse. Ich liebe nun mal Früchte. Und Früchte haben nun mal nicht so viele Kohlenhydrate, ja. Da ist man einfach schlank und bleibt schlank. Also von daher, ich fühle mich wohl und das ist die Hauptsache. Wem es nicht gefällt, der kann woanders hinschauen. Ganz einfach. Ja, und wenn ich manchmal Schmerzen habe, dann liegt das nicht daran, dass ich dünn bin. Wenn, dann habe ich nur Schmerzen in meinem Oberschenkel, an meinem Schleimbeutel oder in den Beinen, dann liegt das einfach daran, dass ich mich entweder übernommen habe, weil ich zu weit gelaufen bin oder zu viel oder beziehungsweise zu oft geklettert bin, dann auch noch mit schwerem Gepäck oder wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann bekomme ich auch immer Schmerzen in den Beinen. Aber das hat absolut nichts mit meinem Gewicht zu tun. Ja. So, dann schreibst du noch, während deiner Minimalismus-Videos, ja, hast du deutlich vitaler und lebensfroher gewirkt. Also das sehe ich einfach nicht so und ich denke, das sehen auch viele andere nicht so. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Dann hat noch ein männlicher Zuschauer geschrieben, also ist ja eigentlich egal, ob ein weiblicher oder männlicher, einfach ein Zuschauer. Ich weiß nicht, wie du das Finanzproblem lösen kannst. Ja, das musst du ja auch nicht wissen. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Ne? Das reicht, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Bis jetzt bin ich immer gut durchgekommen. Bis jetzt hatte ich ja auch Rücklagen, aber seit Anfang Mai habe ich keine Rücklagen mehr. Und wie man sieht, lebe ich noch und nicht schlecht. Ich habe, wie gesagt, jeden Tag was zu essen. Und habe ich auch mittlerweile sogar einen kleinen Job gefunden, wenn ich auch diese Woche gar nicht arbeiten konnte. Das lag aber jetzt nicht nur an meinem Chef, sondern auch an mir, weil es mir an zwei Tagen einfach nicht gut ging, weil ich zu wenig geschlafen hatte und wieder mal zu viel geschleppt und sehr viel geklettert war in meine neue Höhle, um die einzurichten. Und dann danach hatte ich einfach Schmerzen, das ist nun mal anstrengend und ich bin auch nicht mehr die Jüngste, ich bin 55 Jahre alt, ja. Ja, irgendwann fängt es halt an, auch selbst wenn man sich gesund ernährt. Ne? Solche Sachen sind nun mal anstrengend. Und ja, den anderen Tag war ich fit und wollte gerne arbeiten und wir hatten das fest abgemacht, aber er kam nicht. Jo, er ist halt auch nicht der Zuverlässigste. Aber gut, was soll's. Auf jeden Fall bekomme ich hier täglich, wirklich täglich, immer wieder Geschenke vom lieben Universum. Ich muss es immer wieder sagen, da ich, seit ich hier auf der Insel La Gomera lebe, einfach offen bin für das Universum und für die Geschenke. Ja? Das war ich in Deutschland nämlich nicht, da ich mittlerweile eine ganz andere Sicht habe, viel spiritueller lebe, sehr viel meditiere und dadurch ja, das dritte Auge bei mir auch schon geöffnet ist. Und ich muss es mir eigentlich nur wünschen und laufe ein paar Schritte und dann liegt es meistens schon vor mir. Nicht immer, aber das ist echt verrückt. Und auch mein Sohn sorgt immer wieder für uns. Ja, auch er bringt immer wieder Nahrung her. Wo auch immer, er findet immer etwas. Das ist echt der Hammer. Zuletzt kam er jetzt ja, mit, weiß ich nicht, 30 Bananen an. Die waren runtergefallen. Niemand hat sich drum gekümmert und ja, dann hat Noel sie mitgenommen. Also ja, wir können uns im Großen und Ganzen nicht beklagen. Klar, natürlich können wir uns auch nicht alles leisten hier und ich habe auch manchmal Genüsse auf irgendwas, was jetzt gerade nicht geht. Aber auch das hatte ich in Deutschland auch hin und wieder. Also da konnte ich mir auch nicht immer alles kaufen, was ich wollte oder ja, zu essen, ja. Von daher ist das für mich jetzt nichts Neues.
Und ja, dank dem, sage ich jetzt mal, dass auch einige von euch mich mittlerweile schon unterstützt habt und es auch weiterhin in letzter Zeit wieder tut, worüber ich mich riesig freue und ja, wozu ich auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen möchte, geht es auch immer weiter und es hilft uns enorm, ja, jeder einzelne Euro, der da reinkommt, also ja, so können wir uns wieder was zu essen kaufen, auch was Hochwertiges zwischendurch und vor allem unsere geliebten Früchte. Ja, ihr seid einfach spitze. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und auch, wenn ich nur Vlogs drehe, ja, das hat auch damit gar nichts zu tun. Also es gibt große YouTuber, große Vlogger, die auch nur Vlogs drehen und die bekommen auch einen Energieaustausch oder über YouTube, dass sie vor den Videos Werbung laufen lassen, was ich ja nicht mache, weil mich nervt es total, wenn ich ein Video anschauen möchte und da vorher Werbung läuft. Also es geht gar nicht. Dann habe ich schon gar keine Lust mehr, das Video anzuschauen. Und deswegen möchte ich einfach keine Werbung vor meinen Videos schalten lassen. Ich denke, das siehst du ähnlich, ne? So. Sind wir schon wieder bei 21 Minuten, muss ich mich sputen oder möchte ich mich? Ja, dann schreibst du noch. Ich denke, ein konstanter Geldstrom auf dein Konto von 300 Euro ist Minimum. Das siehst du richtig. Also 300 Euro wäre auf jeden Fall richtig. Besser wären 400 Euro, da es hier auf der Insel nun mal einfach nicht so günstig ist. Und es ist ja auch so, ich lebe hier nicht alleine, ne? Ich lebe ja auch noch mit meinem Sohn zusammen, also bräuchten wir eigentlich das Doppelte. Aber ja. Wir sind beide Minimalisten, mein Sohn noch mehr als ich und sind auch sehr genügsam. Von daher, ja, reicht es immer irgendwie. Und wie gesagt, es kommt immer von irgendeiner Seite her was. Ich verschenke auch öfter was, selbst wenn ich selber nicht viel habe, ja, zu essen oder was auch immer. Und von der anderen Seite her kommt dann wieder das Doppelt- und Dreifache, ja, vom Universum. Das ist echt der Hammer. Deswegen, ja, mache ich mir gar keine Sorgen, ja. Dann hat noch jemand anders geschrieben, ich denke, dass du trotzdem eine schöne Zeit in La Gomera hattest. Aber nun reicht es. Komm zurück, es ist gut gewesen. Auch das finde ich wieder richtig frech. Ich habe die schöne Zeit immer noch und genieße sie auch so oft es geht. Und wenn das nur mal Momente sind oder nur eine halbe Stunde, ja, in Deutschland habe ich mir auch nicht mehr Zeit genommen, um irgendwas zu genießen. Das ist hier nicht anders als in Deutschland. Im Gegenteil, hier, ja, hier nehme ich mir sogar noch mehr Zeit mittlerweile. Also von daher, und was soll dieser Satz wieder? Aber nun reicht es. Das kannst du doch gar nicht beurteilen, wann es für mich reicht. Das kann nur ich selber beurteilen. Also bitte. Und komm zurück, es ist gut gewesen. Ich komme dann zurück, wenn ich sehe, dass es hier absolut keinen Weg mehr für uns gibt und es nicht weitergeht. Dann komme ich vielleicht zurück. Okay? Vorher nicht. Ich bin zäh und hart im Nehmen. Ja. So, dann schreibt noch jemand, beziehungsweise hat noch jemand geschrieben, mach dir die schöne Zeit nicht kaputt und komm zurück nach Deutschland, bevor du krank wirst und noch mehr leidest. Ja, also krank werde ich hier nicht. Wenn ich auch des Öfteren Schmerzen habe, wie gesagt, aber das ist immer nur in den Beinen oder an meinem Schleimbeutel, das hat aber mit dem restlichen Körper oder mit dem Gewicht nichts zu tun, weil es einfach anstrengend ist, habe ich ja schon angedeutet, warum. Deswegen werde ich aber nicht krank. Im Gegenteil, ja, ich lebe gesünder als je zuvor. Zum größten Teil rein pflanzlich. Und ja, ich ernähre mich von viel frischen Früchten und auch Gemüse. Zwar koche ich auch fast täglich, weil es einfach günstiger ist, aber die Frühstücksmahlzeiten bestehen immer hauptsächlich aus Früchten. Und auch abends entweder noch mal aus Früchten oder ja ein bisschen Salat oder dergleichen. Von daher lebe ich sehr gesund.
Ja, dann hat noch eine von euch gefragt, wie wäre es, wenn du für Touris am Strand morgens und abends Yoga anbieten würdest? Also das käme, denke ich, nicht so gut. Ich mache zwar Yoga, ja, nicht jeden Tag, aber des Öfteren, dann, wenn mir halt danach ist. Aber ja, erstens sind das nicht ausreichend Yoga-Übungen, um das jemand anderem beizubringen, denn ich praktiziere ja nicht nur Yoga, sondern auch Tai Chi und Qigong. Ja, und zweitens, morgens und abends am Strand, als wenn ich jetzt sonst nichts anderes zu tun hätte. Und drittens, dafür Geld verlangen. Also ich denke, dafür würde keiner Geld geben. Nicht wirklich. Also in Valle Gran Rey habe ich schon gesehen, da stand ein Schild, dass da auch irgendwie morgens, weiß ich nicht mehr, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Yoga ist, dass man da mitmachen kann. Und das war kostenlos. Also von daher, damit lässt sich, denke ich, kein Geld verdienen. Ja. Aber trotzdem, danke, war schon eine schöne Idee, klar. Hätte ja sein können, ne? So, zum guten Schluss. Möchte ich jetzt, ja, habe ich mir noch was aufgeschrieben und zwar. Sage ich mir einfach, wichtig ist nicht, was ich habe oder besitze, ob ich in einer Wohnung lebe und täglich dusche, was der Haut sowieso schadet, sondern das, was ich bin und was ich tue. Und was ich tue, ich gebe hier jedem, den ich hier kennenlerne, jeder oder jedem oder den ich sehe, immer ein Lächeln und sende immer positive Energie aus, außer wenn mir jemand negativ kommt, dann ist es natürlich was anderes, aber selbst dann versuche ich es noch, ja. Und ich finde, das ist schon sehr viel. Also, ja, natürlich würde ich auch gerne wieder in einer Wohnung wohnen oder in einem kleinen Zimmer, aber ja, man kann halt im Leben nicht immer alles haben, was man gerne hätte, ne? Und wer weiß, was die Zeit so bringt. Vielleicht lebe ich irgendwann hier wieder in einer Wohnung, also auch hier in einer Wohnung oder in einem Haus. Wer weiß, man wird es sehen. So, ja, es waren noch weitere Fragen, die kommen aber dann in einem weiteren Q&A-Video und in einem nächsten Vlog werde ich dir noch zeigen oder beziehungsweise darüber sprechen, wie ich mich wasche und ja, wie ich auf die Toilette gehe. Diese Fragen waren auch noch aufgekommen, also das wolltet ihr gerne wissen oder sehen oder wie auch immer. Kommt auch noch, okay? Alles klar. So, dann war es das jetzt für heute. Ja, ist doch noch fast eine halbe Stunde geworden. Das wird wieder schwierig werden, hochzuladen. Wird wieder 2, 3 Tage dauern, fürchte ich. Aber gut, so ist es halt, ne? Es ist, wie es ist. Kann man nicht ändern. Jo, deswegen immer alles annehmen, was ist und was kommt. Und sich über die positiven Dinge freuen und die negativen möglichst ausblenden. Dann geht's dir und mir auch gut. So, dann danke ich dir wie immer fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und sende dir mal wieder ganz, ganz liebe Grüße, immer noch aus Santiago und sag mal, bis zum nächsten Video.